Im Schatten von St. Petri trafen sich am Sonntag die Teilnehmer der Soester Fehde, um sich auf das mittelalterliche Treiben einzustimmen. Historische Tänze, Theatereinlagen, in denen der Alltag der Soester im Mittelalter veranschaulicht wird, und eine Modenschau mit traditionellen Gewändern unterhielten die Zuschauer während der mittelalterlichen Tafelei. Dazu gab's jede Menge Speis und Trank, das heißt Spanferkel und Bier. Die Tafelei gilt als Auftaktveranstaltung der Soester Fehde. Viele Gäste kamen selbstverständlich in mittelalterlicher Gewandung. Alexandra Eckel vom Kulturforum Soest mit den Hintergründen zur Veranstaltung. Das ist als kleines Festmahl gedacht für alle Mitwirkenden, aber auch für Interessierte, die vielleicht sich in der Fehde engagieren möchten. Als kleinen Einstieg jetzt in die kommende Woche, wo jetzt alle möglichen Veranstaltungen, Vorträge und dann am nächsten Wochenende der Sturm auf die Welle und der Mittelaltermarkt sind. Für Eckel ist es heutzutage sehr wichtig, über die Geschichte des Mittelalters aufzuklären. Das ist ein wichtiger historischer Punkt in der Soester Geschichte. Ich selbst bin nicht gebürtig von hier, ich fand das aber von Anfang an sehr interessant. Ich bin jetzt auch schon wie die Soester Fehde seit 10 Jahren dabei. Und das Ganze ein bisschen den Leuten ins Bewusstsein zu rufen, jetzt nicht zwingend die Zeit des Mittelalters, aber diese Wichtigkeit der damaligen Geschichte, was damals passiert ist, dass das eben nicht nur auf hoher politischer Ebene passiert ist, sondern eben auch bei den Menschen hier in der Stadt. Das finde ich interessant. Unter den Fehde-Fans befand sich auch Bernhard Wagner, der das historische Spektakel seit 2017 begleitet. Das Interessante daran ist, sind die großpolitischen Zusammenhänge und da wird ja auch aufgezeigt, wie haben die früher gelebt. Ein weiterer Aspekt für das Mittelalter ist, dass ich das mache, von dem Alltagsstress, den man heutzutage hat, abzuschalten, weil da befindet man sich in einer ganz anderen Welt, die wesentlich ruhiger ist und von der Warte aus ist es schon sehr interessant, mal ganz abzuschalten und ganz was anderes zu tun als heutzutage. Das Programm der Soester Fehde erstreckt sich über die ganze Woche und gipfelt im Sturm auf die Stadt am Wochenende. Wache, Biene, wache, Biene, wache.